Mitspieler suchen, let's go. Hallo! Hallo! Boah, so lange hat es noch nie gedauert, bis der erste reinkam. So lange hat es noch nie gedauert, bis wir jemanden gefunden hatten. Was ist los? Wo sind die Leute hin? Keiner Bock mehr auf Purim oder was? Oh, da ist doch jemand. Killalf geht. Train. Einer noch. Wir warten noch, bis 2 Minuten angebrochen sind. Noch 30 Sekunden hat er Zeit, der letzte. Wir machen Countdown. Ab jetzt. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Da ist er noch. James. James ist da. James ist da. Guck, man muss noch anfangen zu zählen. Wie bei Kindern damals, wie bei Erziehung. Ich zähle bis 3 und dann, da gibt's hier was. Ich nehme Mantax mit, aber ich muss wechseln. Wenn Kyurem wieder kommt am Ende, dann... Ja, und es ist ja meine Lobby, es wird Kyurem kommen am Ende. Boah, das ist ein übles Ding, das ist eine ganz üble Runde. Wir haben nichts, was sehr effektiv ist. Wir haben bis jetzt nichts sehr Effektives. Ja, James, was sagst du dazu, James? Was sagst du dazu, James? Er weiß auch nicht, was er machen soll. Er nimmt einen Lamus, weil es sein muss. Da sagt er, okay, gut. Nehme ich einen Lamus. Aber ich will's nicht. Boah. Okay, wir haben einen Drachen rechts. Das heißt, wir müssen eigentlich rechts rumgehen jetzt am Anfang. Weil ganz rechts haben wir einen Drachen, den wir mitnehmen könnten. Komm, ich sag direkt rechts. Ich sag direkt Tentoxa, wir gehen rein. Ich sag, Lunge, geh auf Tentoxa drauf. Aber gut, wir haben auch 2 Feuer im Team. Ich glaube, die Feuer werden sagen, ich gehe lieber normal. Train ist auch noch am Entscheiden. Train weiß auch noch nicht ganz, was er dazu sagen soll. Ja, normal. Habe ich mir gedacht, dass die Leute normal sagen. Gut, damit ist Drache weg. Damit haben wir auch keinen Drachen. Oh, übel. Üble Runde, sage ich euch. Ey, ich glaube, Finale wird nichts. Ich glaube, wir schaffen es ins Finale, aber wir werden Kyurem nicht down kriegen. Ja, Geradax, komm. Komm, ich hab wenigstens Mantax an der Stelle. Mann, oh, wir machen es auch gegenseitig kaputt. Krüttel macht Dürre, das heißt, meine Wasserattacken sind nicht gut. Aber wenn ich jetzt anfange, das zu regnen, wenn ich Deiner maximiere, ist auch nicht gut. Deshalb mach ich Deiner Dose. Warum soll ich mein eigenes Team in die Pfanne hauen? Ich mach Flug, mach ich Initiativvolles allen hoch, Sonnenschein bleibt, passt. Wenn ich es jetzt regnen lasse, dann sind ja Feuerattacken schwach. Macht ja auch keinen Sinn. So, hier und. So, Flammenwurf, ja, ist okay. Oh, Schlitzer, aber ja, macht gar nichts aus. Inferno trifft nicht mal. Trifft er nicht mal mit Inferno, kann nicht sein. Komm, neue Runde, neues Glück, komm, nächster Versuch. Der braucht ja da so lange zu überlegen, Krüttel. Was gibt's da zu überlegen? Setz Inferno ein. Setz Inferno ein. Geht doch. So, Flammenwurf ist da, wichtig. Deine Düse kommt, wichtig. Komm, jetzt, wer jetzt noch Krüttel trifft. Wenn jetzt noch Krüttel trifft gleich. Boah, Hälfte weg. Ich sag euch, Finale wird nichts. Das können wir uns eigentlich schon abschwenken, dass wir Kyurem kriegen, die Runde. Die Runde, das wird nichts. Neidflammen reicht wieder nicht. Egal, nächste Deine-Düse von mir macht down. Beziehungsweise, ich glaube, Fiaro wird noch vor mir angreifen. Das ist. Haben wir ganz easy. Junge, Krüttel und Fiaro, was brauchst du so lange zum Auswählen? Mach doch dasselbe wie eben gerade. Da reicht doch ein Flammenwurf, Mensch. So, Flammenwurf, bam. Geradax down. Nicht aufnehmen. Nehme ich nicht. Will ich nicht. Will ich was mehr. Ich schwisch nach links. Ich schwisch nach links. Das sagt mir nicht zu, was ich hier sehe. Okay, wir haben Morlord, Knulluf und Amaldo. Und es ist... Amaldo. Seht ihr? Ich bin der Buch-Experte. Ich erkenne die an der Silhouette. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Who's that Pokémon? It's Pikachu! Und dagegen ist auch wieder unser Luftangriff gut, ne? Obwohl, jetzt können wir auch Wasser machen. Obwohl, Wasser ist ja nicht so gut wegen Dürre. Ja, ihr spielt mich ja alle aus. Ihr diskriminiert mich halt next level. Ihr diskriminiert mich halt, wie man jemanden diskriminieren kann. Guckt, das wären sehr effektive Attacken, aber die sind halt schwach, weil es Sonne scheint. Weil ich ausgedünnt werde hier. Weil, ja, weil trocken angesagt ist. Es ist absolut trocken angesagt. Leute, wählt doch aus, Mensch. Wählt doch aus. Wo ist denn das Problem? Oh, oh. Junge, warum machst du Krüttel? Warum machst du Turbodreher? Um Initiative zu steigern, ich glaub's auch. Junge, warum macht er einen Turbodreher? Was ist denn mit dem Trainer von Krüttel los? Ein paar Sekunden später. Ey, wir stellen uns hier gerade schon viel zu sehr an. Wie wollt ihr. Warum setzt du denn weiter Turbodreher ein? Was ist denn mit dir los, Trainer von Krüttel? Warum setzt er weiter Turbodreher ein? Das bringt einfach nichts. Was bringt es, deine Initiative zu steigern? Du kannst doch einfach mal Inferno einsetzen. Da verbrennt aber nur wenigstens. Aber nein, er besteht einfach auf Turbodreher. Es kann nicht sein. Was ist los mit dir? Was soll das denn? Komm, weiter geht's. Und Lamus. Ach, ey. Das ist echt schlimm, wenn wir hier mit Leuten online zusammenspielen. Das dauert ja ewig, bis wir ausgewählt haben. Was ist los mit dir, Lamus? Aktuelle, zack, schön. Ist er verwirrt? Nein. Doch, guck, ich
leiste wenigstens meinen Beitrag hier. Ich leiste hier wenigstens meinen sozialen Beitrag. Und dann kommt halt hier sowas, was halt darauf besteht, Turbo-Dreher einzusetzen, obwohl er merkt, es bringt einfach nichts. Es bringt nichts, aber er setzt weiter Turbo-Dreher ein. Was macht der denn? Was machst du denn da? Jetzt muss Krüttel überlegen, was setze ich wohl ein? Ist es vielleicht Turbo-Dreher ausnahmsweise mal? Was überlegst du denn jetzt so lange? Warum überlegst du so lange, wenn du jetzt wieder Turbo-Dreher einsetzt, wie auch die 5 Runden davor? Er kommt ja nicht mal zum Angriff, Starflügel macht's doch schon. Ach Junge, was sind das für träudige Teamkameraden, was sind das für räudige, ey, das kann nicht sein. Euer Pokémon ist bestimmt erschöpft, Ehre. Ey Leute, tauscht einer von euch doch aus. Hier, Kilanif, Kid oder Trey. Einer von euch soll jetzt doch austauschen, auf Ehre. Nein, er behält's natürlich. Ey, komm, bitte, bitte tausch aus, bitte tausch aus, bitte tausch aus, bitte tausch aus. Kilanif, Kid, tausch aus. Ich flehe dich. Das Ding ist, selbst wenn die Leute jetzt nicht wissen, dass Kyurem kommt am Ende, selbst wenn die das gar nicht auf dem Schirm haben, dann tauschst du gefälligst dein Pokémon einfach aus Prinzip aus, weil es halt einfach nur noch gefühlt 1 KP hat und du einfach deinem ganzen Team ein ganzes Leben nimmst, wenn das gleich down geht, was zu hoher, übelst hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird, dann machst du halt nicht diesen und bestehst darauf, das ist mein Fiaro, ich habe eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Nein, dann tauschst du es aus gefälligst. Es kann doch nicht sein. Leute, was habe ich für ein Team hier an der Seite? Na klar, Turbo-Dreher, na klar. Warum denn auch was anderes, Krüttel? Warum solltest du denn auch etwas anderes einsetzen, wenn nicht Turbo-Dreher, ne? Wir haben zwar auch alle Leben, klar. Wir haben noch alle Leben, aber guckt euch unsere KP an. Die sind jenseits von Gut und Böse ganz weit unten. Das wird ein sehr, 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 sehr schwieriger Kampf werden. Ja, die haben halt gedacht, ja, wir haben 100% Eis am Ende. Safe, da kommt jetzt richtig Eis, aber es kommt halt Kyurem. Ich verstehe schon den Gedankengang von denen. Aber trotzdem habt ihr so gut wie keine KP mehr und habt uns jetzt halt komplett in die Unwahrscheinlichkeit rein, dass wir diesen Kampf überhaupt noch irgendwie auf unsere Seite ziehen können. Das ist sowas von unwahrscheinlich. So, komm, wir gehen rein. Wir gehen rein, wir gehen Dynamaxing rein. Wir gehen Dynamaxing rein, hier. Sehr effektiv kommt, aber es... Wir gehen down. Wir haben einfach da schon 2 Leben Wechselgut mit Fiaro und Krüttel. Das kann so gut wie nichts mehr werden. Wenn ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster legen darf, dass ich das... Oh, ich sag, der Kampf wird schwer. Aber trotzdem glaube ich dran. Trotzdem glaube ich dran. Wir können den heiligen Unterschied machen. Starflügel kommt. Zack. Bisschen Schaden ist da. Bisschen Schaden ist da. Wir nähern uns mühselig. Eisstrahl so, Fiaro down. Erst Leben weg. Komm, Fiaro, komm. Runter von der Bühne. Das will keiner mehr sehen. Komm, hau ab. So, es geht weiter im Text. Deiner Brocken kommt. Der Favorit geht ins Rennen. Ist okay, der Schaden. Ist okay. So, Flammenwurf kommt. Bringt halt so gut wie gar nichts. Wäre schön, wenn Kyurem brennen würde, aber Inferno wieder auch vorbei. Das war über. Ja, Krüttel so gut wie down. Krüttel wird safe down gehen doch gleich. Nächste Runde, deiner Erdschuss. Wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Und wir stellen natürlich auch uns selbst ein bisschen KP her, weil wir halt treffen. Muschelblocker und so. So, Feuerkruppan, danke. Viereck, Viereck, Viereck. Ehre dafür. KP von der Malle wurde aufgefrischt. Ehre. Krüttel, KP wird aufgefrischt, okay. Labus KP wird aufgefrischt, okay? Absolute Ehre. Dankeschön. Nehme ich gerne an. Labus. Warum ist Labus denn jetzt down? Ein Leben nur noch was weg kann. Ein Leben noch was weg kann. Deiner Brocken, come on. Deiner Brocken kommt, deiner Brocken trifft. Aber ich schaff das nicht alleine, Jungs. Ich schaff das nicht alleine. Inferno trifft jetzt auch mal. Komm, brenn. Brenn. Jawohl, er brennt. Das ist doch mal so ein kleiner, ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer. Fiaro kommt zurück. Komm, Fiaro, komm wieder ins Rennen. Auf geht's. Auf geht's, Fiaro. Komm, hau rein. Vielleicht können wir den Kampf noch gewinnen. Ich glaube dran. Wir werden dieses Kyurem einfangen im Pokéball. Komm, Fiaro, du bist wieder da. Jetzt komm vom Pott runter. Du kannst jetzt keinen Halmscheck rausbrettern. Du musst deine Attacke auswählen. So, Stahlflügel trifft. Ist okay. Ist okay an der Stelle. Ist okay. Eisstrahl auf Fiaro. Hält er aus. Hält er nochmal aus. Wichtig, deiner Brocken trifft auch. Okay, noch eine Runde, glaube ich. Noch eine Runde, noch mal alle angreifen und dann sollten wir es eigentlich down haben. Nightflammen. Ja. Eiszeit.
Fiyaro ist erneut down. Letztes Leben, jetzt darf keiner mehr down gehen. Ich sag euch, wir haben hier eine ganz, ganz realistische Chance noch. Amalo ist ja klein, aber egal, wir können ja Katapult einsetzen. Das ist noch alles im machbaren Bereich. Larus kennt jetzt auch so, ihr darf er jetzt nur nicht hier einen Dinerspuk abbekommen, ne? Katapult kommt! Ich steh auf jetzt, ich muss aufstehen, come on! Ich steh auch auf. Ich hab getan, was ich konnte, ich kann jetzt nur noch hoffen. Und Labus will ich jetzt ganz genau, der ist auch auf den Pott gegangen, ne? Immer diese Leute, die sobald sie down sind, nichts machen können, dann gehen sie kurz auf den Pott, denken sich so, ah ja, ich bin ja eh nicht dran. Ja, ja, lass sie mal machen, das dauert, bis ich zurückkomme. Und jetzt ist er dran, wählt nichts aus. Junge Labus, du bist dran, jetzt komm her, jetzt wähl eine Attacke aus, Mensch! Ah, ey, wie ich das hasse, ey. So, Gruppe wird angefeuert. Ehre dafür. Jetzt kommt es drauf an. Spukball kommt auf Krüttel. Hält es aus. Flächenmacht. Ist okay. Gut, Volltreffer. Wichtig. Wichtiger Volltreffer. Katapult. Krüttel muss noch treffen und wir haben's. Nightflamm. Boah. Wir haben Kyurem down. Stell dich vor, das ist shiny. So, wir gehen rein. Geradax ist schon mal nix. Nächstes. Amalo. Auch nix. Absol! Auch nix. Gönn Kyurem.